Exzellenz Dr. Zhao Jinghua, Generalkonsul der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Sehr geehrter Herr Professor Yang Shigang, Direktor des Shanghai-Museums. Lieber Stefan Badlina, Vizepräsident des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums. Liebe Hermine Haug, Präsidentin des Vereins Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums. Sehr geehrte Frau Li Chapeng, Konsulattaché des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Sehr geehrter Herr Gao Zeyu, Konsulattaché des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Liebe Medienschaffende, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, heute eine besondere Ausstellung eröffnen zu dürfen, die eine lange Vorgeschichte hat. Wir haben uns sozusagen mit dem Direktor schon, kennen wir uns schon seit vielen Jahren. Und wie es ja meistens ist, man lernt sich immer näher kennen und kommt dann irgendwann zu dem Schluss, es wäre doch toll, wenn wir gemeinsam einen kulturellen Austausch machen. In diesem Programm war ich nicht nur ein paar Mal auch in China, sondern umgekehrt kam der Direktor von Shanghai-Museum auch hierher vor 4 Jahren. Und vor 3 Jahren haben wir uns dann getroffen und haben gesagt, ja, auch Gedanken gemacht, was wollen wir zeigen? Und wir haben gesagt, ja, es muss irgendwas ganz Besonderes sein. Wir haben schon einige Ausstellungen zur Malerei gehabt, zu Literaten, auch zu den Jahreszeichen einer Ausstellung. Und wir wollten mal was ganz Spezielles und was Einzigartiges machen. Und so sind wir dann zu dem Thema Bambusschnitzer reingekommen. Weil Bambus allein das Material selbst ja vor allem in China und umgebenden Ländern überhaupt wächst. Und das Besondere ist, dass gerade China im Laufe der Jahrtausende daraus wirklich eine eigene Kunst gemacht hat, die Schnitzereien. Und dass das was ganz Spezielles ist, wo es in dieser Art und Qualität außerhalb Chinas nicht gibt. Also auch in anderen Ländern, wo Bambus wächst, hat es nie solche herausragenden Schnitzereien je gegeben. Und so sind wir sehr froh, dass wir aus diesem Museum die Ehre hatten, hier 60 ganz besondere Werke zeigen zu dürfen, die wir dann ja jetzt im Laufe der Eröffnung noch mehr kennenlernen werden. Ein großer Dank gilt natürlich auch dem Vertrauen, dem gegenseitigen Vertrauen und der Freundschaft mit dem Shanghai-Museum und mit dem dortigen Direktor Yang Shigang, der es ermöglicht hat, dass wir trotz dieser schwierigen Zeiten der Pandemie, wo ja sozusagen der Austausch nur noch digital möglich war, dass das Vertrauen auch so geherrscht hat, dass die Objekte zu uns gekommen sind, ohne, was sonst häufig üblich ist, ohne Kuriere, sondern dass wir das dann digital gemacht haben. Und das war wirklich eine ganz schöne Zusammenarbeit. Sie müssen sich vorstellen, als die Kiste ankam, die große, das ist generell so üblich, sagt man, dass man so eine Kiste, die über den Transport dann verschiedene Temperaturen erlebt hat, erstmals 24 Stunden dann im Raum bleibt, um sozusagen das Klima aufzunehmen, wie es in dem Raum ist. Dann wird es geöffnet und mit dem Moment, dass es dann geöffnet worden ist, haben wir viele Kameras darauf gezogen und es wurde alles live dann auch noch mit digital gefilmt. Und auf der anderen Seite in Shanghai waren die Kollegen, die dann das mitverfolgt haben, sodass man alles wirklich, jedes Einzelne dann besprechen konnte. Sie müssen sich vorstellen, die Objekte, die wir hier sehen, die sind eigentlich auch ausstellungswert. In China hat man ganz wunderbare Kisten gemacht, spezielle, die dann auch je nachdem sehr schön versiert sind, sozusagen diese Objekte dann zu bewahren und dann innen drinnen natürlich auch ausgepolstert sind. Und so wurde das dann alles in gegenseitigem Vertrauen dann auch gefilmt und gezeigt. Und dank diesem wichtigen Schritt war es möglich, auch in der jetzigen Zeit so eine besondere Ausstellung zu machen.
auf die wir natürlich sehr stolz sind, weil es auch das erste Mal überhaupt ist, dass in Europa eine große Ausstellung über Bambusschnitzereien stattfindet. Und da möchte ich wirklich dem Direktor dort auch sehr, sehr danken, dass er uns durch sein Vertrauen und seine Möglichkeiten uns diese Chance gegeben hat und dass wir diese besonderen Dinge hier zeigen können. Soweit zunächst mal von mir und ich freue mich sehr, nun ankündigen zu dürfen, die Grußworte von dem Herrn Generalkonsul der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein, Herrn Dr. Zha Chenghua. Anne Volkommer, Herr Vizepräsident Stefan Batlin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Freund, guten Abend. Das ist mein drittes Mal vor dem Stand zu stehen. In der chinesischen Kultur bedeutet drei viel. Laut Tao Te Ching besagt, das Tao gebiert eins, eins gebiert zwei, die zwei gebiert drei, die drei gebiert alle Wesen. Hierbei bedanke ich mich herzlich für die Einladung, Herr Professor Dr. Volkommer. Pflaume, Orchidee, Bambus und Chrysanthemen sind in China als die vier Edlen bekannt und werden von Literaten sowie Gelehrten seit jeher geschätzt und mit außergewöhnlichen moralischen Gefühlen ausgestattet. Obwohl Bambus nicht die Pracht von Pfingstrosen, die Majestät von Kiefer und Zypressen und die Schönheit von Pfirsichen und Pflaumen hat, ist er elegant, stabil, groß und aufrecht. Bambus ist in der traditionellen chinesischen Kultur und Kunst seit Jahrtausenden ein beliebtes Objekt, eine beliebte Symbolik und ein wichtiges künstliches Mittel. Unter den zahlreichen Bambus-Kunstwerken befinden sich sowohl einfache und praktische Alltagsgegenstände als auch fein geschnitzte, kostbare Sammelstücke, die das kulturelle Erbe Chinas, die ästhetische Entwicklung und die Veränderungen im Leben der Menschen widerspiegeln. Die Seele eines Landes wird durch Kultur verwandelt und durch Kultur geformt. Kultur ist die Seele eines Landes und einer Nation. Seit mehr als 5000 Jahren hat die chinesische Nation eine starke kulturelle Kreativität bewiesen, die sowohl ihren Wurzeln trauen geblieben ist, als auch mit der Zeit Schritt gehalten hat. Wie alle Flüsse im Meer münden, ist die kulturelle Kreativität Chinas nicht nur ein Erbe ihrer selbst, sondern ein Erbe der Welt. Präsident Xi Jinping wies darauf hin, Zivilisationen tauschen sich aufgrund ihrer Vielfalt aus, lernen voneinander aufgrund des Austauschs und entwickeln sich aufgrund des gegenseitigen Lernens. Es gibt keine Hierarchie der Kulturen und die Kulturen aller Länder und Nationalitäten sollten die gleiche Würde genießen und miteinander interagieren und voneinander lernen, da sie alle Schätze der menschlichen Zivilisation sind. Ich freue mich sehr, dass es dem Liechtensteinischen Landesmuseum wieder einmal gelungen ist, die negativen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen und hier eine schöne Sammlung von Bambus-Schnitzerei aus der Sammlung der Shanghai Museums ausstellt. An dieser Stelle möchte ich zur erfolgreichen Durchführung des Sonderausstellung gratulieren. Noch einmal möchte ich
Professor Dr. Ranne Vollkommer, Professor Yang Zhigang und allen, die zur Förderung des freundschaftlichen Austauschs zwischen China und Liechtenstein beigetragen haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ich hoffe, dass China und Liechtenstein auch weiterhin ein Vorbild für Offenheit, Toleranz, gegenseitiges Lernen und die Wertschätzung der Zivilisationen sein werden. Und dass beide Länder mit der Zeit Schritt halten und stets innovativ sein können, damit die traditionelle Kultur und Kunst in der neuen Ära zu einem Leben erwachen kann. Ich danke Ihnen allen. Vielen Dank, Exzellenz, für Ihre Worte. Und wir freuen uns natürlich, dass es so in dieser Form klappt. Und jetzt kommen die Grußworte von Professor Yang Zhigang, der leider heute nicht dabei sein kann, eben aus den genannten Gründen schon. Aber ich grüße ihn sehr herzlich und freue mich, dass er digital dabei ist. Und er hat uns auch eine Videobotschaft übermittelt, die seine Grußworte dann ergeben. Und wir werden das jetzt dann anschauen. Vielen Dank. Zunjingde Leino Okamor教授 和 史蒂芬巴特莱纳副主席 尊敬的赵清华总领事，各位来宾与朋友，大家好。我很高兴能够通过视频与你们见面。2018年的中春时节，我曾来到列支敦士登拜访雷诺沃康摩尔教授，他对中国文化非常热爱，对中列博物馆交流充满热忱。我们便约定。 要分别在对方博物馆举行合作交流展。2022年的春天正在来临，而这一共同愿望的第一步也即将实现。即便新冠疫情还在持续，人员往来受到阻碍，但我们馆际交流没有停顿却步。为此，我要特别感谢两馆工作人员的 辛勤付出，明清竺刻融汇书、画、诗、印等多种形式，深获中国文人雅士的喜爱追崇。上海这座城市也与竺刻艺术有着密切的联系。上海博物馆更是收藏中国竺刻艺术的重镇，拥有众多名家精品。 上海嘉定竺刻是国家级非物质文化遗产，由于竺制品保存不易，较少展示，这也是上海博物馆首次在海外展出如此规模的竺刻文物。欧洲观众对竺文化可能比较生疏，我希望此次展览能打开一扇欣赏中国竺刻艺术的大门。 使观众体会别样的趣味和惊喜。春季是竹子峭拔新生之时，我相信，列中两国虽居于欧亚大陆的两端，但我们热诚的交流将如同竹林下绵延的根系一般，使我们紧密地联系在一起，并始终为我们提供深厚的滋养。在此，我预祝。 此次展览取得圆满成功。Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön, dass er zumindest über den Weg auch bei uns ist. Und ich freue mich, dass nun Stefan Bartliner, der Vizepräsident des Liechtensteinischen Landesmuseumsstiftung, nun auch Grußworte sprechen wird. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Dr. Zhao Qinghua, sehr geehrter Herr Professor Yang Shigang, sehr geehrter Herr Direktor Vollkommer, geschätzte Damen und Herren im Saal und online. Die Ausstrahlung der Vernissagen über das Internet und die Bereitstellung der Aufzeichnungen haben sich bewährt. So können auch interessierte Personen, die größere Menschenansammlungen noch meiden, mit uns die Ausstellungseröffnung feiern. Auswertungen haben außerdem ergeben, dass auch nachträglich im Durchschnitt mehrere hundert Personen die Aufzeichnungen im Internet nachträglich anschauen. In unseren Breiten ist Bambus eine schöne und praktische Zierpflanze im Garten und auf Terrassen. Seit einigen Jahren nimmt die Verbreitung von Möbeln aus Bambus zu. In China dagegen ist die Pflanze heimisch und bedeckt weite Flächen. Sie wird seit Jahrtausenden verwendet für Werkzeuge, Alltagsgegenstände, Musikinstrumente, als Nahrungsmittel, für Waffen und so weiter. Ausgehend vom Verzieren von Alltagsgegenständen vor Jahrtausenden entwickelte sich die Bambusschnitzkunst ab dem 16. Jahrhundert zu einer der bedeutendsten Kategorien des chinesischen Kunsthandwerks. Die verschiedenen technischen und die inhaltlichen Aspekte werden uns nachher noch vorgestellt. Ich möchte an dieser Stelle meiner Freude Ausdruck verleihen, dass die 60 ausgestellten Objekte aus dem reichen Bestand des Shanghai-Museums im Liechtensteinischen Landesmuseum gezeigt werden können. Dies ist zum ersten Mal außerhalb Chinas der Fall. Dies wird möglich durch die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Museen und insbesondere durch die hervorragenden Beziehungen zwischen den Museumsdirektoren. Ich bin sicher, dass die Ausstellung, die wir heute eröffnen, den Besucherinnen und Besuchern einen interessanten Zugang zur chinesischen Kultur ermöglicht. Bevor ich Professor Rainer Vollkommer das Wort übergeben darf, möchte ich von Seiten des Stiftungsrats all jenen meinen herzlichen Dank aussprechen, die für das Gelingen dieser Ausstellung verantwortlich sind. Zuerst gilt mein Dank dem Shanghai-Museum und Direktor Professor Yang Shigang für die Zurverfügungstellung der Objekte. Von Seiten des Landesmuseums gebührt unser Dank mehreren Personen, namentlich Museumsdirektor Rainer Vollkommer für die Gesamtleitung und Kuratierung, German Foser, Thomas Müssner, Fabienne Delarue-Vogt für den Ausstellungsbau und German Foser für die Beleuchtung. Sven Beham hat die Einladungskarte gestaltet und die Fotos aufgenommen, die wir hier alle im Raum sehen. Alexandra Tichy gebührt ein großes Dankeschön für das Marketing und Sabine Nägele für das Ausstellungsmanagement. Matthias Marxer und Gregor Schneider von Matthias Marxer Est, Atelier für visuelle Gestaltung, haben den Saalzettel, die Banner und die Textstellen gestaltet. Herzlichen Dank dafür. Stefan, wir haben jetzt noch einen kleinen Film vorbereitet, der auf Chinesisch ist, aber ich werde kurz dazu Erläuterung geben, dass man sich das besser vorstellen kann, wie aufwendig dieses gemacht wird. Ja, und gerne, wenn du den Film abspielen könntest, ich werde ein paar Erklärungen dazu machen. Es ist ein Ausschnitt von einem Film, den wir auch dann während der Ausstellung aber viel länger noch zeigen werden. Also zunächst das erste Problem ist ja, wo wächst Bambus und wie findet man das? Und wir müssen uns vorstellen, dass es große Bambuswälder in Süd- und Südost-China gibt. 取其精华内敛而少虫度，选竹以山阴处为佳。这里光照有限，而空气湿润，土壤肥沃。竹子生长更具韧性，而不易开裂。选择枝干挺直挺圆。 表面平滑洁净，纹理细致的竹子，其根着伐，具为段落。在砍伐和运输竹材时，不能损伤表面，以免产生瑕疵。竹根深埋地，如何选择？完全凭借自然的能力。 取回的竹材需经刷洗，dann kommt eine Prozedur. Es wird sehr viel gewaschen, wieder getrocknet, wieder gewaschen. Das dauert mehrere Jahre. Und über diese mehrere Jahre wird dann auch festgestellt, ob
die Wurzel oder der Baum überhaupt wirklich gut genug ist, um solche Werke herzustellen. Und das dauert wirklich mehrere Jahre. Und in diesen Jahren passiert, dass ein guter Teil, den man ausgesucht hat, auch Sprünge kriegt oder andere Dinge. Und die werden dann sozusagen entsorgt. Und hier sehen wir, wie es gelagert wird. Und dann versucht man durch Malereien auch erstmal anzudeuten und dann wird alles herausgeschnitzt. Und dazu gibt es so zwischen 50 und 100 Messer, die das dann zeigen. Und gerade durch diese großen Aufnahmen sieht man, ahnt man gar nicht, wie klein die Dinge eigentlich sind. Das werden Sie jetzt dann ja in der Ausstellung sehen, dass die so gut herausgeschnitzt werden, dass wir denken, das ist viel größer. Und hier sehen wir diese vielen unterschiedlichen Messer, die dann benutzt werden, um das herauszuarbeiten.竹根圆雕充分利用竹根天然形态和根须疤痕的自然肌理因材造境顺势成型成功的作品给人以天工人巧相互交融的美感制作过程大体分三步 Ja, hier wieder diese verschiedenen Apparaturen. Es gibt dann auch verschiedene Techniken, die angewendet werden, ob es ganz tief hineingeschnitten wird oder ganz leicht nur hineingeschnitten wird. Und ob die Oberfläche mitbenutzt wird vom Bambusstamm oder nicht. Und erst beim Herausschnitzen zeigt sich dann auch wirklich das Material, auch das verspricht, was es ist. Auch da gibt es dann häufig noch große Verluste, bis dann wirklich ein Werk entstanden ist. 高浮雕画面层次丰富，景物圆浑立体。 Ja, und man versucht auch beim Herausschnitzen, je nachdem, als wenn es eine Wand, also als wenn es eine Malerei ist, das genauso zu bringen. Mit vielen Tiefen, auch wie bei dem Objekt, hier haben auch einige da hinten dann, die auch diese tiefe Schneidetechnik zeigen. 分出远近，薄地阳纹是竹刻中一种特殊的潜伏。Das ist auch eines dieser Werke, die bei uns dann zu sehen sind. 薄地阳纹将纹饰主题之外的弟子剔去，任其光速，或将背景用极简略的手法略加勾勒，使得景物凸现于弟子之上。 宾主分明，镂雕多在浮雕的基础上进行，将物像或底板镂穿透空，以增强浮雕的空间深度和画面的对比效果，或实现某种器物功能。 一件成功的竹刻作品，从取材到构思，从制器到雕刻。 Und man sieht, also erst wird Pinselstrich und man versucht das wie eine Malerei erst aufzutragen und dann wieder herauszuschneiden。任何一个环节的疏漏和欠缺，都无法实现理想的结果。 工艺的难度和艺术的高度，就是这样在竹刻中紧密的结合在一起。 Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen gezeigt, wie aufwendig diese Herstellung ist und die Materialsuche. Und wir haben hier in dieser Ausstellung wirklich 60 Highlights, ganz besondere Dinge.
Es fängt an mit der Nummer 1, da hinten die ganz kleine, die ist nur ein paar Zentimeter groß, aber 400 Jahre alt, von einem der berühmtesten Schnitzer, die es je gab. Und der so berühmt geworden ist, die Stücke, die hier vor allem zu sehen sind, sind fast alle in Shanghai hergestellt worden. Aber er war so berühmt, dass er dann auch in die verbotene Stadt gerufen worden ist, um seine Kunst zu zeigen. Und die Herrscher von der verbotenen Stadt waren so begeistert von dem, was er gezeigt hat, dass es dann auch zu einer höfischen Kunst geworden ist. Wir müssen uns die Entwicklung vorstellen, schon in der Jungsteinzeit, also vor 6.000, 7.000 Jahren, fing man an, Bambus aber vor allem für Alltagsgegenstände und als Werkzeuge zu nutzen. Und nur ganz selten waren ganz leichte Darstellungen drauf. Und der erste Höhepunkt war dann so circa vor 1.000 bis 1.500 Jahren, wo man dann anfing, aus diesen Alltagsgegenständen Kunst Gegenstände zu machen. Und die größte Blüte war dann in der späten Ming-Dynastie und in der frühen Qing-Dynastie. Das ist so 16. bis Mitte 18. Jahrhundert gewesen. Und dort müssen wir uns vorstellen, war das so bekannt, dass man versucht hat, auch in Europa in den großen Kunstkammern Stücke davon zu haben. Und so gibt es auch in einigen der Kunstkammern in Europa einige dieser Produkte. In dieser Zeit, weil es gegenüber den anderen sehr vielfältigen Schnitzereien, die es auch in China gibt, ob Jade zum Beispiel, das geschnitzt worden ist, oder auch verschiedene andere Materialien, ist die Bambusschnitzerei relativ spät dazugekommen, aber hat so eine Begeisterung hervorgerufen, vor allem auch von den großartigen Literaten, die meistens Künstler, Schriftsteller, Philosophen gleichzeitig waren und die sich dann auch dieses Materials angenommen haben oder andere beeinflusst haben, sodass es dann, das sehen wir dann hier in der zweiten Abteilung, dass es dann viele Schnitzereien gibt, die fast wie Bildwerke aussehen. Also auch eine ganz besondere Sache. Und ein dritter Höhepunkt war dann in dieser Zeit, das war im 18. Jahrhundert, fing aber schon im 16. Jahrhundert an, wie bei uns, dass man sich zurückbesonnen hat auf die Vergangenheit und alte Gefäße, die man gefunden hat, in China dann schon, die teilweise 5.000 bis 4.000 Jahre alt war, die dann meistens aus Bronze waren, dass man versucht hat, die umgekehrt in, wie wir sie hier sehen, in Bambus zu schnitzen. Und wir müssen uns vorstellen, also schon damals war das Interesse auch sehr groß, mehr über die Vergangenheit zu erfahren und zu bewahren. Also auch hier eine sehr ähnliche Geschichte, leicht früher noch als in Europa, wo man sich dessen besonnen hat in der Renaissance und vor allem dann im Barockzeitalter, wo man dann auch anfängt, sozusagen die Antike wieder zu entdecken. Und als letztes in der vierten Abteilung zeigen wir dann unterschiedlichste Werke, die auch Alltagsgegenstände, aber dann sehr hochwertig zeigen, wie zum Beispiel verschiedene Büchsen und andere Träger, die dann herausgeschnitzt worden sind. Und wenn Sie sich dann die letzten anschauen, da hat man versucht, eine Technik anzuwenden, in der das Bambus von außen leicht angeschnitzt wird und dann Effekte geben wie bei einer Malerei. Das sind dann vor allem die letzten Werke. Und so haben wir, glaube ich, eine sehr schöne, wunderbare Selektion von Shanghai Museum bekommen, die alle diese Variationen zeigen, die all diese Techniken zeigen. Und wir schätzen uns wirklich sehr glücklich, dass wir als Erste sowas in Europa in dieser Vielfältigkeit und in dieser Bedeutung zeigen dürfen, dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Shanghai Museum. Und sind hier wirklich sehr dankbar, dass das möglich war. Wir müssen uns vorstellen, Shanghai Museum ist auch eins der größten in China, die über 1 Million Objekte haben. Also das sind ganz andere Dimensionen. Und dass sie uns die Ehre gegeben haben, dass wir das hier zeigen dürfen, ist schon eine kleine Sensation. Und ich möchte mich da nochmals wirklich auch herzlich bedanken an das Museum und auch an Sie, dass Sie auch gekommen sind, um dieses mitzueröffnen. Vielen Dank
Und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und wir werden dann den Abend noch ausgehen lassen können, endlich. Es ist ja die erste Eröffnung, die wieder normale Verhältnisse haben darf.